Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Heute wird es um den MetaTrader gehen. Wie erstelle ich mir ein Konto auf dem MetaTrader 5? Wie schließe ich, öffne ich oder bearbeite ich meine Trades im iPhone-Bereich? Dann lass uns direkt reinstarten. Als allererstes haben wir hier unseren MetaTrader und wir können uns unten bei Einstellung direkt ein neues Handelskonto eröffnen. Dafür gehen wir auf Handelskonto, auf das Plus, wählen am Anfang gerade für das Demokonto Meta-Quotes aus, drücken auf Demokonto und haben jetzt hier die Möglichkeit, unsere persönlichen Informationen einzugeben. Wichtig dabei ist, müssen nicht deine echten Informationen in dem Fall sein. Ihr seht mein Vorname, hey, mein Nachname, hi und so weiter und so fort. Wichtig aber dafür, als Leverage 1 zu 100 nehmen. Das ist das, was am nächsten an die ganzen Konten, die du später mal im Echtgeldbereich traden wirst, rankommt. Und als Einzahlung empfehle ich dir am Anfang 10.000 Euro zu nehmen, weil die meisten ihr erstes Funded-Konto auch mit einer Größe von 10.000 haben. So, sobald wir auf Akzeptieren den Haken drücken, können wir unten das Konto registrieren und beginnen. Und hiermit haben wir jetzt auch direkt schon unser Demokonto. Ich erkläre dir jetzt unten der Reihe nach die verschiedenen Bereiche, die du noch hast. Jetzt gerade sind wir im Preisebereich. Du kannst rechts oben mit dem Stift deine Währungspaare, die du drin hast, bearbeiten, rauslöschen oder eben auch neue hinzufügen. Euro AOD, Euro CAD und so weiter und so fort. So, du siehst immer unterhalb an der linken Seite steht Euro USD dran. Darunter siehst du eine Zeit, in welcher Zeit wir jetzt gerade sind. Und daneben siehst du die Spread. Auch wenn du hier lange drauf bleibst und rüberziehst, kannst du den Chart öffnen. Wenn du lange drauf bleibst, kannst du dir auch nochmal Details anzeigen lassen, wie die Kontraktgröße und so weiter sind alles für den Anfang erstmal relativ unwichtige Dinge, nur damit du es mal gesehen hast. Wenn wir neben Preise unten auf den Chart drücken, wird dir der Chart angezeigt. Hierzu vielleicht bitte, bitte analysiere niemals am MetaTrader deine Trades, sondern nutze dafür immer TradingView. Neben dem Chart haben wir den Handel und wir setzen jetzt zum ersten Mal zusammen einen Trade. Du kannst das Ganze machen rechts oben über das Plus. Hast dann hier oben das Währungspaar, das du auswählen kannst. Wichtig, du musst dafür, um da das Währungspaar auszuwählen, das Währungspaar vorher bei Preise hinzugefügt haben. Wir eröffnen jetzt einen Trade im Bereich Euro-USD. Haben hier oben dann noch die Möglichkeit, verschiedene Orders auszuwählen, ob die sofortige Ausführung oder die spätere Ausführung. Haben dann hier die Möglichkeit, unsere Lot einzugeben, als Beispiel 1, und könnten dann jetzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit vergeben. Und wir kaufen jetzt den Markt. Vergeben jetzt mal keinen Stop-Loss und keinen Take-Profit und kaufen jetzt einfach mal den Euro-USD. Und ihr seht direkt, wir starten ein bisschen im Minus. Das liegt an der Spread und an der Kommission. Der Broker will natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Und ihr seht, die Zahl bewegt sich die ganze Zeit hin und her. Das heißt, der Markt ist in Bewegung. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir den Trade nach rechts rüberziehen, zu bearbeiten und einen Stop-Loss und einen Take-Profit hinzuzufügen. Zum Beispiel Take-Profit 1,09000, Stop-Loss 1,08000. Wenn wir den Trade rüberziehen und auf den Haken drücken, haben wir die Möglichkeit, auch Teilgewinne oder Teilverluste vorher rauszuklausen. Das Ganze nennt man Partials ziehen. Und zwar, indem du die Lot änderst, und zwar auf das, was du rausziehen willst, und dann unten auf den grünen Balken schließe den Blablabla-Trade mit so und so viel Verlust oder so und so viel Gewinn. In dem Fall ein bisschen Verlust, aber wir schließen den jetzt einfach mal. Und ihr seht, jetzt haben wir bei Euro-USD bei der offenen Position nur noch bei 0,5. Das heißt, 0,5er Lot offen, nicht mehr eine 1er Lot. Wenn wir den Trade jetzt komplett schließen, finden wir unseren gesetzten Trade in der Historie. Und hier werden uns alle Trades angezeigt, die wir jemals mitgenommen haben. Ich glaube, damit hast du alle wichtigen Dinge gelernt, die für den MetaTrader im iPhone-Bereich extrem, extrem wichtig sind. Solltest du noch weitere Fragen haben, komm natürlich gerne auf uns zu, lass uns da gerne austauschen. Mit den Worten, ich freue mich, dich auf einer weiteren Journey begleiten zu dürfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.